Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche zwischen Weihnachten und Silvester. Wir wissen ja, dass in vielen Bundesländern schon eine Ausgangssperre und ein Teil-Lockdown beschlossen war. Mehrere andere Bundesländer schließen sich da an. Und haben wir aus Versehen den Impfstatus einiger unserer Leute, die hier an dem Kanal mitarbeiten, eingeblendet. Also schnell weg damit. Also nochmal zurück zur Ausgangssperre. Das bedeutet, für Silvester bleibt dann ab 22 Uhr zu Hause. Und Kontaktbeschränkungen gibt es ja auch. Nicht mehr als 10 Leute. Ungeimpfte dürfen höchstens 2 kommen. Da wünschen wir jetzt schon einen guten Rutsch. Der Mindestlohn, der jetzt kommen soll ab dem neuen Jahr, der ist nicht aufzuhalten, sagen die einen. Das sind die Politiker. Und andere, das sind die Experten und Wirtschaftsfachleute, die behaupten, der Mindestlohn ist nicht einzuhalten. Wir werden sehen, was daraus wird. Noch ist da auch nichts in trockenen Tüchern. Dann blicken wir zurück. 3-4 Monate ist es woher. Da haben wir erfahren, dass eine besonders tödliche Variante, eine besonders tödliche Mutation uns das Leben schwer macht und wir deswegen härtere Maßnahmen einhalten müssen und verordnet bekommen. Jetzt mit Omikron haben wir eine Variation, eine Mutante, die nicht unbedingt tödlicher daherkommt, aber immerhin sich schneller verbreitet. Und die Maßnahmen werden jetzt auch erhöht. Unser Fazit zu diesem Thema, die Unterschiede zwischen der Delta- und der Omikron-Variante sind ja auch ganz klar sichtbar und das kann auch ein Laie erkennen. Nun kommen wir zur FDP und zu Wolfgang Kubicki, der ja ein Impfpflichtgegner ist. Er macht ein ganz grimmiges Gesicht und wir erfahren, dass auch 30 andere Abgeordnete im Bundestag gegen die Impfpflicht sind. Da sind wir gespannt, wie dann eine dementsprechende Abstimmung ausgehen wird. Wir vermuten mal, die 30 Leute werden nicht unbedingt die Mehrheit sein. Aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem Bericht über unsere neue Verteidigungsministerin, die hier herzlich von ihrer Truppe empfangen wird. Sie war auf Besuch bei der Einheit, bei der Truppe, höchstwahrscheinlich Freude zu verbreiten und Verständnis und um der Truppe und den Soldaten zu sagen, dass man fest an ihrer Seite steht und dass man alles tun wird, dass es der Truppe gut geht. Wir finden, dieses Bild ist bezeichnend für unseren neuen Minister. Wir haben ja in mehreren anderen Videos schon die Minister anderer Ressorts, anderer Abteilungen gezeigt. Aber wir wollten euch auch das nicht vorenthalten. Leute, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen und hören uns. Denkt daran, gelassen bleiben, bleibt in eurer Mitte und trotzdem Gesicht zeigen und hinausgehen und mit Leuten reden und sie versuchen, irgendwie zu erreichen. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.